Wo haben wir denn hier den Händler? Ein bisschen weiter geradeaus. Okay. Hier und jetzt glaube ich rechts. Und dann gleich nochmal rechts. Und oder jagen gehen. Nee, Alter, nimm mal eure Kinder aus meinem Gesicht. So, Händler. Kaufen. Nee, nicht hier. Munition auch nicht. Nein. Ah, was ist denn los? So, meine Güte. So, wie viel Draht haben wir? So, ein paar Zünder noch. Aber wobei Zünder brauchen wir nicht. Rohstoffbeutel ist voll. Lohe, ja. Ja gut, das sollte definitiv lang. Hast du schon mal die Klänge von Lautlo Also wir sind bei 664 Holz. Also das langt. Das langt. Gut, dann heißt das für uns jetzt erstmal wieder, natürlich wieder zurück zum Lagerfeuer. Und jetzt können wir uns auf das Ende vorbereiten. Ich gehe mal stark davon aus, dass das das Ende sein wird. Also ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze, ja, könnte. Nee, ich denke mal, das wird das Ende jetzt sein. Oh, Entschuldigung. Mann. Erkältung steckt noch in den Knochen. Aber wir spielen es jetzt trotzdem zu Ende. Ist nur den Ladebildschirm umbekommen. Die sind echt die schlimmsten hier. Die Ladebildschirme sind wirklich zu lang. Aber da kann ich noch so viel was sagen. Da wird sich nichts dran ändern, weil. Wie denn jetzt auch? Dafür hat es halt aber auch eine geile Grafik und ist riesig und ist. Da Ja. bist du ja. So, lebenstechnisch denke ich mal, finden wir auch noch drinne. Würde ich mal ganz stark behaupten, dass wir das auch noch drinne finden. Irgendwas, womit wir unser Leben auffüllen können. Das sieht nicht so aus, als ob das unser Leben auffüllt. Ne, Feuerbrennwurzel brauchen wir gar nicht. Schön, dass es wieder, ja, schneit wie Hulle. Bäumchen sind auch wieder da, das heißt, wir nehmen die nochmal mit. Und sprechen jetzt mit Oh Oria. ja. Noch bereit? Oh ja. Auf dein Wort. Zeit Ist alles aufzusteigen. einfach für dich, Oria, hierher zurückzukehren? Alles, um ihre Stimme wiederzuhören. Diesmal hören wir sie beide. Das wäre schön. Also bist du bereit? Sobald wir aufbrechen, ist der Rückweg schwierig. Ich bin jetzt wirklich bereit. Endlich unser Aufstieg. Wie? Ich sehe keinen Weg hoch. Nicht hoch. Durch. Jetzt, Bruder! Jetzt geht's los. Sieht nicht gut aus. Muss das so aussehen? Los! Die Stimme wartet! Und noch einiges mehr. Es wurde Rauch in der Anlage entdeckt. Dies ist keine Übung. Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie zum nächsten Ausgang. Du siehst ja, auch ich kann über die Macht der Alten verfügen. Wollte ich gerade sagen, das war gar nicht mal so dumm.
Es war gar nicht mal so dumm bei ihr. In den Lüftungsschacht Rauch reinpusten, damit denken, dass es da drin brennt. Und so gehen die Türen auf. Gar nicht mal doof. Die Stimme sagte mir, dass das einst alles Teil ihres Reiches war. Eine Festung, die die Menschheit vor einer schrecklichen Gefahr schützte. Festung? Sieht mehr wie eine Maschine aus. Ist das nicht passend? Das blaue Licht weilt oft in Maschinen. Dann ist hier hoffentlich auch welches. Es sieht schon mal cool aus. Okay. Er hat sich auch hingehockt. Wir haben uns... Metallsäulen. So hoch wie Banuers Klippen. Das gefällt mir nicht. Nee, das stimmt. Sieht aus wie Tesla-Spulen, Alter. Okay. Ich habe in den Kommentaren gelesen, ich soll mich hier sehr, sehr gründlich umschauen. Ich hoffe, ich kann mich dran halten. So, da haben wir 60% für den Medizinbeutel bekommen. Ich werde mich wirklich sehr gründlich umschauen. Ich hoffe es wirklich, dass das klappt. Hier, einfach rüber. Einst erklang die Stimme in diesen Hallen. 21. November 2064. 3 Jahre ist es her, dass ich zuletzt hier war. Und 12, seit ich hier Chef war. Nur eine Notbesetzung hier, die nicht weiß, was ich hier will. Ich auch nicht. Anita will, dass ich den Betrieb eine Weile unterbreche. Vielleicht für sehr lange. Und ich weiß nicht wieso. Aber ihrem Tonfall nach war der Grund entsetzlich. Könnte ich ihr nur in die Augen sehen und sie fragen, was sie so in Panik versetzt hat. Aber das ist ja nichts Neues. Wann wünsche ich mir das schon nicht? Aloy? Hast du versucht, etwas zu hören? Hier sind Erinnerungen. Nachrichten von den Alten. Du kannst sie hören? Ich beneide dich. Was sagen sie? Ich bin nicht sicher, Orea. Okay, ergo. Es ist schon wieder irgendein Störfall oder irgendetwas ist schon wieder kaputt gegangen. Und wir müssen es reparieren. Okay. Lass uns wirklich umgucken. Ich hoffe wirklich, dass wir nichts verpassen. Mann. Ich gucke mich jetzt wirklich sehr gründlich um. Also, vielleicht gucke ich mich zu gründlich um, aber... Ne? Okay, wir müssen da hoch. Da hoch kommen wir. Da hätte sie sich festhalten können, vielleicht. Nein, kann sie nicht. Alles klar. Wird zu viel verlangt. Bin ich der Einzige, der gerade keine Idee hat, wo es hier weitergeht? Ich finde es unfassbar, dass sie sich da nicht festhält. Irgendwas hier machen? Ich bin jetzt schon, es hat gerade angefangen, ich bin jetzt schon... Hier ist eine Leiter, meine Güte. Ist das blöd, ey. Entschuldigung, aber das ist ja wohl, ne? Okay, wir sind auf jeden Fall hier oben. Kommen die anderen hinterher? Schaffen die das? Oder müssen wir den irgendetwas absenken? Ich habe nur gelesen, Schlag von oben und machte das einfach mal. Ah, nicht gesehen. Hey, die kommen wirklich hinterher, wa? Die gehen wirklich den Weg. Cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Ich dachte, wir hätten denen was runterlassen müssen. Aber die gehen den Weg wirklich. Das ist schön. Ja, das hat was. Großböse. So, erledigt. Die anderen sind auch tot.
Müssen die Maschinen eigentlich nicht hier drinnen verhungern? Dann müsste ich etwas anderes ablegen. Wenn der Halbling langsam geht, tue ich das auch. Was soll der Spruch denn, Mädel? Sie sparen können? Da hätte er sich echt sparen können. Was soll das? Wenn der Halbling langsam geht, gehen wir auch alle langsam. Arschloch. Okay. Da hinten liegt was. Eine Textnachricht. Habe ich die jetzt mitgenommen? Dieser Kuss. Aha. Ich weiß, Scherbenplünderer Fertigkeit. Da ist die Leiter. Bin jetzt echt sehr, sehr, sehr gespannt, was das Rätsel des Lösungs ist hier. Das interessiert mich jetzt echt. Ich schaue nur einmal ganz schnell. Achso, es wären nur zwei verschiedene Wege hoch gewesen, alles klar. Vorsicht, Platz da, danke. Und vor allem, was ist der Endgegner? Leider sind die Stimmen von denen sehr leise. Es ist nicht mehr weit. Ich renne doch schon. Okay. Hier? Hier vielleicht? Ach du Scheiße, Alter. Der Donner kam. Bei unserem letzten Besuch kämpften wir uns hier durch. Aber Maschinen überrannten uns. Wir gaben nach, verloren Bestände und erlitten Verluste. Nun müssen wir siegen. Mit zwei Kriegern und einer schutzlosen Schamanin. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Und ich komme gut zurecht. Ah, der macht sich doch nur Sorgen. Könnten wir diesen Weg nehmen? Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Na schön. Ich habe verstanden. Jetzt folgt mir einfach. Ergo, ich darf es mir jetzt aussuchen? Oder? Nimm Arata. Ja, sag ich doch, ich darf es mir aussuchen. Okay, wir können natürlich jetzt mitten rein zimmern. Wozu war das gut? Ist das da hinten ein Biomorph? Ist doch ein Biomorph da hinten, oder? Das ist, glaube ich, dämonischer Versänger. Und ein Biomorph. So, wir können jetzt natürlich die sichere Variante nehmen oder wir nehmen die Haut-drauf-Variante. Ich würde beinahe sagen, wir nehmen die Haut-drauf-Variante, weil ich es lustig finde, Haut-drauf-Variante zu nehmen. Und zudem sind ja die Krieger da unten ein bisschen geschützter. Dann mal los. Da kommt ihr eh nicht hoch. Standhaft bleiben. Was da hinten ist der? Was ist denn? Ach du Scheiße, der kommt hier hoch! Der kommt hier nicht hoch. Oh, das ist ein Lagerfeuer. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass sie hier hochkommen. Die kommen hier nicht hoch, alles safe. Speicher mal eben. Geiler Zeitpunkt zum Speichern. Oh, das war schön. Das hat mir gerade ein bisschen gefallen, weiß ich nicht. Einen haben wir schon erledigt. Einprügeln, während er eingefroren ist. Das ist nämlich dann wesentlich angenehmer mit viel mehr Damage. Wie kann ich gerade noch so ausweichen, gebe ich zu.
viel angenehmer, wenn er eingefroren ist. Dann kann man viel geiler raufhauen. Und ihn außerdem viel geiler die Teile absprengen. Die können nicht beide sterben, oder? Na komm, letzter Schlag. So, erledigt. Danke, tschüss. Das war ein Biomorph. Ja, die Eislanze hat auf jeden Fall schon ein bisschen Stil. Dort oben sieht uns ganz sicher keiner. Ziemlich sicher. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass sie hier hochspringen. Okay, wir können immer noch den Weg da oben nehmen, oder? Wir gehen da jetzt knallhart runter. Ich würde sagen, wir gehen da jetzt knallhart runter. Tja, wir haben überlebt. Doch unser Stand nicht. Kalten Körper der unseren. Dieser Scheiter. Seelen sind eins. Unsere bald auch. Nehmt die übrigen Vorräte mit. Damit wir noch länger überleben. Kühle Outfitgewebe. Jetzt haben wir die wenigstens gerecht. Das ist für dich, weiß ich nicht, fand ich jetzt irgendwie wichtig. Hier haben wir noch eine Versenkerkanone, aber da haben wir gar nichts von. Warte, halt. Also irgendwas abgeschalten, aber eine Thermalleitung, ja, was heißt das? Okay, laut mein Kompass da oben ist nichts mehr in der Nähe. Die Türme pulsieren vor Hitze. Wie eine Osseron-Schmiede. Und der Boden vibriert. Zeigen Sie etwas mit der Erde an? Das Holz nehme ich aber trotzdem mit. Das Holz nehmen wir. Mehr Maschinen. Das ist so geil, die Waffe dafür. Die ist so geil dafür. Batsch, Alter. Der hat noch nicht mal Zeit gehabt zu reagieren. Endgeile Waffe. Gut, dass wir die noch verbessert haben. Die Tür war letztes Mal offen. Dämon hat sie geschlossen. Wir finden einen anderen Weg. Okay, die Tür ist zu. Wir sollen einen anderen Weg finden. Einen anderen Weg. Bunkertür. Können wir da nichts öffnen? Ach, da ist eine Tür. Okay. Musst du auch erstmal mit rechnen. Achso, das ist gar nicht die. Achso, ja, Entschuldigung. Da können wir wieder irgendwas machen. Irgendwelche Türen öffnen. Können wir sogar machen. Okay. Ich habe schon zu viel dabei. Macht nichts. Okay, wir können uns hier ein bisschen umgucken. Okay, machen wir erstmal. Machen wir erstmal. Es wird gesagt, ich würde mich sonst ärgern, also machen wir es lieber. Wir schauen uns um. Ergo gehen wir da jetzt erstmal durch die Tür. Weil das nicht unser Hauptweg ist. Vorratskisten sind mir eigentlich relativ egal, muss ich sagen. Wäre das der optionale Weg gewesen? Was ist das dahinter? Ah, das ist ein Huhn! Ich kann das Kühlsystem nicht wirklich ableiten, aber ich kann
das vollständig von der Caldera verdeckte. Aber wovor verdeckt? Firebreak aus Sicherheitsgründen schon immer geheim. Aber das wäre Überleben. Selbst für den verstorbenen Mr. Levins. Was könnte Anita aus der Ruhe gebracht haben? Okay, ich denke mal, das ist der Weg, wo wir dann oben lang gekommen wären. Gehe ich mal ganz stark von aus. Okay, manche Gefahren lauern versteckt. Achtet auf Pirscher. Oder? Toll. Das tut immer weh, aber es haut halt auch voll rein.